Qigong ist ein Teilbereich meiner Arbeit mit der integrativen Stimmenarbeit. Aber worum geht es beim Qigong? Es geht eigentlich wirklich um Balance und Wohlbefinden, ja? Um die Lebenskraft zu stärken, Gesundheit zu stärken, mit langsamen, sanften Bewegungen, die eben sehr achtsam und sehr erfüllt ausgeführt werden. In diesen Workshops hier ging es mir persönlich vor allem darum, um das, ja, ich habe es ja genannt, das Geheimnis der Stimmkraft, weil es hier als Hauptthema um zunächst mal Kinder-Jugendstimme geht und eben dann auch die Pädagogenstimme und diese große Wechselwirkung, die kommt ja auch hier oft in den Vorträgen zur Sprache. Also, dass die Pädagogenstimme weiß, woher die Kraft genommen wird, ja, eben nicht aus dem oberen Bereich hier, sondern dass das frei schwingen kann, die Stimme. Das habe ich ja mit dem Weinglasbeispiel verdeutlicht. Aber zu ihr sage ich so, wir sind auf einer Party. So, wir haben jeder ein Weinglas in der Hand und wir stoßen mal an und freuen uns am Klang. Jetzt, wenn 18-Jährige nun endlich offiziell Rotwein trinken dürfen, ja, und an der Bar flegeln, was sie dann so gerne machen, die halten das Glas nicht so. Ja? Das ist uncool. Das ist uncool. Ja? Wie ist es denn cool? 18-Jährige, wie stehen die denn so meistens dann so herum? Richtig, ja. Die, ganz genauso stehen die rum. Ja, so. Nicht, das ist cool. Also, nicht, natürlich. Jetzt wollen wir das Glas nicht zerhauen, aber wir wollen trotzdem mal anstoßen. Ah, was war das? Ja, es scheppert nur. Ja, warum? Naja, es konnte nicht klingen, der Schall konnte nicht raus, weil sie es gedämpft. Ja, nicht wir haben hier den Schall gedämpft. Na, was mache ich denn da? Ich halte es fest. Ja, nicht? Wir üben Druck aus auf dieses schwingende System, ja? Ja, wir sind ja auch ein schwingendes System. Und was heißt das nun auf Ihr schwingendes System bezogen? Mein Körper muss offen und frei sein, damit meine Stimme im Körper klingen kann. Ganz genau. Und wo wäre dann Ihr Kraftansatz? Den brauchen Sie auch, sonst fallen Sie einfach nur um. Wo wäre in den Füßen, in dem, mit dem Bodenkontakt. Ja, großartig, sagt sie das. In den Füßen, wunderbar. Gerade bei den Gesangsleuten, da ist es ja ganz oft so, dass es eben zu wenig beachtet wird, dass es der ganze Klangkörper aufgebaut wird, sondern eben gleich hier oben angefangen, sozusagen ein Haus ohne gutes Fundament gebaut, was dann natürlich oft bei Belastung auch Probleme zeigt. Die gute Nachricht ist, Sie können das schon. Ihr Klangkörper weiß das. Der hat es nämlich schon gemacht. Ich hoffe, Sie haben als kleines Baby kräftig geschrien. Stimmt das? Ja, super. Ja, nicht? Da hat sich das schon gebildet. Ihr ganzer Klangkörper, Ihr Body weiß schon eigentlich, wie es geht. Aber ne, Schulbank drücken, Studium und so weiter, viel zu wenig Bewegung. Wir haben es aus dem Bewusstsein, aus der Bewusstheit verloren. Ich bin eigentlich Musical-Darstellerin und habe hier noch Gesangspädagogik studiert und bin jetzt einfach noch Studentin und jetzt das dritte Mal hier dabei. Ich nehme heute nochmal die Bewusstheit mit, ganzheitlich und mit Bewegungen und vielleicht vorher mich nochmal schön einzuatmen oder wirklich auf den Schüler darauf zu achten, dass der, ja, dass keine Staus in seinem Körper gerade sind. Ansätze, die jetzt hier kamen, habe ich natürlich auch, vielleicht auch in anderer Form, aber es hat mich ungemein beruhigt und sollte immer mit Körper gearbeitet werden, sonst funktioniert die Stimme nicht. Jetzt werden wir Dreiergruppen nehmen, das heißt, die Phrase wird verlängert und wir werden die drei Stimmmodi sprechen, singen, rufen, mischen. Wir beginnen mit rufen, dann mit singen und dann mit sprechen. Ja, immer 1, 2, 3, rufen, 4, 5, 6, singen, 7, 8, 9, sprechen, ganz nett, wir erzählen eine kleine Geschichte damit, 10, 11, 12, wieder rufen. Ja? Kräftig rufen, singen, sprechen, rufen. Und 1, 2, 3, singen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, wunderbar. Und jetzt nehmen wir doch ein paar Worte dazu. So, so. So, so. Ja, ja. Ja, ja. Nanu. Nanu. Wozu? Wozu?
Und wichtig ist es immer, wenn man singt, dass man die richtige Haltung hat, dass man sich seines Körpers bewusst ist. Aber ich glaube, wir nehmen es heute anders wahr. Wir wissen mehr über diese Dinge und sind dann auch einfach verpflichtet, diese Dinge weiterzugeben und unseren, in meinem Falle jetzt meinen Studenten, auch bewusst zu machen, dass sie ihren Körper einfach anders wahrnehmen, anders spüren, weil die ja später dann mit den Kindern arbeiten sollen. Dieses Thema Entschleunigung, Beruhigung ist ja ein Riesenthema. Unsere Kinder wachsen in einer sehr unruhigen Welt auf und einer sehr reizüberfluteten. Insofern ist das schon, denke ich, ein ganz brauchbares Konzept. Und die Schüler nehmen das auch an. Also wir machen auch so ein bisschen Konzentrationsübungen, so ein bisschen Ruhe, Stille. Musik entsteht aus der Stille. Und insofern ist das schon spannend. Die Kinder entdecken also, denke ich, auch zunehmend so den Reiz der Ruhe und der Stille und der Fokussierung auf Wesentliches. Und das kann Qigong prima vermitteln.